willkommen zu einem neuen Video von Happy Animals. Heute habe ich 10 Hacks für Kaninchenhalter für euch. Bisher habe ich diese Videos nur auf englischen und amerikanischen YouTube-Seiten gesehen über Kaninchen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das auch einfach mal. Viel Spaß! Hack 1. Hierfür benötigt ihr so Plastikdosen und Gemüse. Und zwar, wenn ihr irgendwie den ganzen Tag unterwegs seid und abends noch die Kaninchen futtern müsst, ist es ja meistens ziemlich unpraktisch. Und deswegen könnt ihr einfach das Gemüse vorschneiden, in diese Behälter tun. Und ja, die gibt es eigentlich überall. Zum Beispiel, wenn ihr Tomaten kauft, ist es das dabei. Und dann stellt ihr das einfach in den Kühlschrank und könnt es dann später verfüttern und habt es dann sofort griffbereit. Hack 2. Hierfür benötigt ihr eigentlich nur diese Tonbehälter. Und zwar sind es so Untersetzer, Pflanzenuntersetzer. Und die kosten ungefähr 6 Euro. Die sind mega praktisch zum Verfüttern von Gemüse, Obst oder auch Kräutern. Und die günstige Variante sind diese aus Plastik für nur 2 Euro und den kleinen für nur 1 Euro. Hack 3. Hierfür benötigt ihr einfach nur eine Wasserflasche, egal welche. Und da müsst ihr einfach nur Wasser reinfüllen und dann habt ihr immer draußen Wassergriff bereit, weil ich muss immer reinlaufen und die Schuhe davor ausziehen. Das ist ein bisschen unpraktisch und deswegen habt ihr das Wasser jetzt immer draußen, solange es draußen nicht gefroren ist. Hack 4. Hierfür benötigt ihr endlich den Kuli. Und zwar habt ihr euch bestimmt schon gefragt, wofür der ist. Und zwar ist der zum Klickern. Und da müsst ihr einfach keinen echten Klicker kaufen und es ist viel günstiger. Und es macht einfach genau das gleiche Geräusch. Hack 5. Den Hack finde ich richtig cool, weil ihr kauft bestimmt auch Trockenkräuter für eure Kaninchen. Die sind hier ja teilweise schon richtig teuer und hier kosten 100 Gramm nur 59 Cent. Das habe ich jetzt von Futterhaus, gibt es aber auch bei Fressnapf, Köllezo und so weiter. Und dann kriegt ihr günstiger Petersilienstiele und Löwenzahn und das ist einfach viel, viel günstiger. Hack 6. Und zwar ist dieser Hack, dass ihr einfach in irgendwelche Supermärkte gehen könnt und dann einfach das Gemüse aus den Mülleimern mitnehmen könnt. Selber dürft ihr es aber nicht abmachen, dann bekommt ihr Ärger. Das haben schon sehr viele unter meinen Videos geschrieben. Ihr müsst einfach das nehmen, was in den Mülleimern ist und keine Angst, da wird nur das weggeschmissen. Und da gibt es teilweise schon echt coole Sachen, wie zum Beispiel Blumenkohlblätter, Kohlrabiblätter und so weiter. Aber ihr müsst es natürlich abwaschen. Hack 7. Hierfür benötigt ihr Wäscheklammern, am besten die aus Holz, weil die Kaninchen die Plastikwäscheklammern einfach anknabbern könnten. Und hiermit könnt ihr einfach jetzt Hirsekolben, normale Knabberstangen oder auch einfach Gemüse an irgendwas dran heften, sag ich jetzt mal. Und die Kaninchen müssen sich dann danach recken und es ist mega praktisch, vor allem bei dem Hirse. Hack 8. Hierfür benötigt ihr Klopapierrollen und zwar ist das für die Beschäftigung eurer Kaninchen, viele von euch kennen das bestimmt schon, außerdem braucht ihr Heu. Ihr müsst einfach ein bisschen Heu in diese Klopapierrollen reingeben und dann einfach zwischen diese Schichten Leckerlis, ich habe mich jetzt für Bananenchips entschieden, Erbsenflocken und ja, dann einfach oben wieder mit Heu zumachen, damit es nicht rausfallen kann und dann einfach den Kaninchen geben und es macht ihnen mega viel Spaß. Die müssen dann das Heu da rausziehen, keine Angst, sie fressen die Klopapierrolle nicht, wenn sie genug anderes Futter haben. Hack 9. Und zwar, wenn ihr irgendwas Dreckiges habt und das dann sauber machen wollt, wisst ihr nicht, mit was ihr das machen sollt, benutzt doch einfach so eine Reinigungsbürste. Hier habe ich zum Beispiel eine von Ebelin und die benutze ich nicht für mein Gesicht, weil ich finde, die ist viel, viel, viel zu rau und es tut dann voll weh. Und ich benutze die einfach zum Sauberschrubben von so Toiletten und so. Das ist extrem praktisch. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr cooler Hack, finde ich. Und diese Bürsten kosten um die 2 bis 4 Euro. Hack 10. Und zwar wollt ihr die Krallen eurer Kaninchen schneiden, benutzt einfach die Taschenlampe, dann seht ihr genau, wo das Blut lang fließt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Bis bald. Tschüss.